Tag 2. Echt, sind wir schon jetzt... Wo haben wir denn geschlafen? Hier. Oh. Ach, hier haben wir geschlafen. Ah, oh, die Batterien. Ist süß, noch mehr Batterien. Oh, noch eine Kerze. Jetzt sind die Kerzen wieder aus. Flip, flip, flip. Naja, gut. Hattest du die angemacht? So, ist jetzt eigentlich Tag oder Nacht? Kann man mit dieser Spieluhr nicht irgendwas tun? Ist Tag, naja. Ach, das ist voll gut. Und man muss in alle Räume nochmal reingucken, offenbar, ne? Ja. Lass mal in alle Räume nochmal reingucken. Das ist immer noch zu. Aber was stand denn nun auf dem blöden Zettel drauf? Ich habe jetzt auch gerade schon ein bisschen weniger Angst. Es ist Tag und jetzt ist weniger Angst am Start. Das macht so viel aus. Wer weiß, wie lange das bleibt, ne? Weil ich hatte jetzt schön ausgepennt. Ja, versuch mal hier rein. Nee. Okay. Ich mag es ja eigentlich ganz. Muss doch für irgendwas sein, diese zusätzlichen Schlüssel. Ich denke auch, so ein Haus muss doch immer einen Keller haben. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob. Sie haben hier ein Schloss an. Bitte? Ja. Ich frage mich auch so ein bisschen, ob jetzt eigentlich wirklich eine Gefahr besteht. Also muss man von irgendwas flüchten in diesem Spiel? Naja. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Ich weiß auch nicht. Ich würde sagen, hier hat sich auch nichts verändert. Ich finde, wir müssen ganz... Warte mal, da war was. Da. Ja, ach, jetzt habe ich sie genommen, leider. Oh, sorry. Da habe ich jetzt nur... Das habe ich ja vorher versucht, ja, nicht zu nehmen. Ja, du hast so recht. Es tut mir so leid. Weil ich habe ja jetzt nur ein Streichholz rausgekriegt haben. War, jetzt steht die Scheiße wieder richtig da. Da hinten... ich würde trotzdem noch mal alle Räume irgendwie so ein bisschen mehr absuchen. Ein bisschen... guck. Mehr Batterien. Ja. Da ist vielleicht immer noch... Es wird schon wieder finster, ne? Auf einmal, ja. Was soll das denn? Wer hat uns denn geschlagen? Was war das denn? Ich weiß es nicht. Frechheit. Und jemand hat es geschlagen. Ich weiß nicht, das war so ein Blitz halt, keine Ahnung. Ja, und dann hat er aber sofort Energie verloren. Energie? Also diese Angst hat er bekommen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was dieses Schlagen war. Sag mal, wer schlägt uns denn da einfach? Oder die Schatten. Es ist so... Uah! Hast du dich erschrocken? Ja, wegen dem blöden... Merkbar? Nee, ich glaube, es hat er nicht gemerkt. Es war nur wegen den... Die Schatten machen es jetzt auch nicht besser, ne? Weil ich fast doch in Finsternis rumlaufen. Alle Tapete überall abgerissen, das war vorher nicht. Bist du dir sicher? Ja. Na, dieses Mistvieh ist da schon wieder... Auch zu. Oh Gott. So, an Tag 2 wird es auf jeden Fall noch ein bisschen ungemütlicher, ne? Irgendwie flackert die Lampe so ein bisschen. Bisschen weniger Batterie ist jetzt da. Oh ja, oh, geht aber ganz schön schnell. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel damit angehabt. Okay. Es tut mir echt leid, dass ich gezwungen habe, diese... Streichhölzer mitzunehmen. Hast du ja nicht, du hast ja nur gesagt. Oh, da steht. Nee, sind die Zigaretten wieder. Quatsch, die Zigarren. Ansonsten ist hier wieder nichts am Start. Ich mache meine Codes an. Ja. Ich weiß ja auch nicht. Jetzt kann man auch mal sehen, was das hier ist. Ob man jemals neues Zeug bekommt, ne? Also ob man jemals neue Batterien bekommt oder wirklich nur... Das wäre fies. Ja, ne? Das wäre mega fies. Wo kann man es benutzen? Was steht da? Dieter? Dieter? Decker. Decker Brothers. So. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, da rauszugucken. Wegen des Mondes? Nee, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, das Spiel könnte das versuchen... Ah... auszunutzen und mir dann irgendwas zu zeigen. Ja. Das Spiel macht die ganze Zeit so, erschreckst du dich? Erschreckst du dich? Ja, so in etwa, ne? Also zumindest vermute ich das die ganze Zeit. Also hier war schon wieder nichts, ne? Nee, irgendwie nicht. Also wir kommen von oben, aber wir haben oben nicht richtig durchsucht, oder? Man müsste es auch am Tage schon die Lichter anmachen.
Sonst sitzt man hier nämlich da und hat keine Lichter. Ja, so. Stimmt. Tag 2. Länger als 30 Tage überlebt man eh nicht. Stimmt. Also sie haben eigentlich nur 30 Tage Zeit herauszufinden, was mit Linda passiert ist. Genau. Und ehrlich gesagt bewegen wir uns nur nachts, also es sind gar keine Tage. Ja, das ist auch komplett bescheuert. Ne? Am Tag schläft er einfach die ganze Zeit. Ja. Nein, ich gucke mir das lieber nachts an. Ja, nachts ist gemütlicher. Vor allen Dingen irrt er die ganze Zeit so rum und immer wieder so, Tür? Nee, Tür geht nicht auf, nee, Mist. Und wir haben noch die Schlüssel, die ja irgendwo passen müssen. Ja, stimmt. Naja, da waren wir ja eben auch schon. Also wenn jetzt hier wieder nichts ist, ja, hier kommen wir her. Was denn? Und da ist wieder zu. Okay, wenn wir jetzt gehen wir einfach raus wieder, ne? Also hier ist nichts, also bewiesenermaßen. Ja, aber wenn du dann häufiger in denselben Raum gehst wie das letzte Mal, ne? Dann sind wir unten reingegangen und auf einmal standen die Stühle. Überall, ja, aber wir waren ja jetzt schon überall einmal drin. Und da hatte sich ja was getan. Wir haben etwas gemacht und dann hatte sich was verändert. Ich glaube schon, dass es damit zu tun hat. Also wenn wir jetzt überall waren... Das geht tatsächlich schnell mit den Batterien, merke ich gerade. Also, naja, ich finde es jetzt bis jetzt eigentlich ganz... Ich nicht. Aber wir sind beim Monstrum am Anfang auch so rumgetödelt, ne? So, ja, ich trödel nur jetzt schon nicht mehr rum. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Ah, Hinweis. Was war denn das Jagdzimmer? Unten bestimmt irgendwas. Jagdzimmer. Ja, lass mal hingehen. Das Jagdzimmer ist wahrscheinlich das, wo dieser Kopf ist, ne? Kopf? Ne, ja, der Kopf des Elches, da Hirsches irgendwas. Ja, bestimmt. Aber ich habe gar keinen Kopf in Erinnerung. Ach Gotti. Ich glaube, das ist eventuell das. Ja. Ja, bestimmt. Na toll. Das ist wahrscheinlich das Jagdzimmer. Haben wir den hinterher? Da liegt vielleicht, doch. Vielleicht ist der jetzt offen. Oh. Achso, Batterien. Batterien. Auch nicht schlecht. Hier. Kannst du auch machen. So. Kannst du auch machen. Mann, was war denn hier? Vielleicht ist es gar... Doch, das ist schon das Jagdzimmer, oder? Hallo. Was denn? Ja, ich sprach mit dem Spiel. Ach so. Was denn? Ich bin ich bin gerade ein bisschen... eingespannt? Ja. Nee, ein bisschen bin ich eingespannt. Ich frage das Spiel, ist hier was? Ich bin gerade nicht so entspannt. Also hier muss doch jetzt irgendwas sein. Vielleicht ist es auch gar nicht das Jagdzimmer. Was denn sonst? Entschuldigung. Na, hier hängt man so seine Trophys auf. Und oh, ein Pferdi. Guck mal, das Pony hier. Ja, meinst du, es gibt ein Zimmer, wo man jagt drin? So. Da ist der Hirsch! Ba, 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 ba. Ich meine, es gibt ein Zimmer, wo vielleicht Gewehre sind und so ein Kram. Das ist nur Musik, ne? Ja, das ist Musik. Guck mal einfach auf die Früchte. Ja, ich dachte, vielleicht kann man was machen. Ich meine, leuchten die so krass, ne? Die sind ja auch nicht echt, kann ja nicht sein. Das letzte Mal war ja vor 300 Jahren. Ja, ich höre schon wieder die Geräusche. Vielleicht muss man von draußen gucken oder sowas? Oh, okay. Weil wir auch gerade draußen waren, hat er das vielleicht gesagt. Aber woher soll ich denn draußen wissen, wo das Jagdzimmer ist? Ja, nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich nicht. Da sind Schritte. Schon wieder was, ne? Ja, hier in dem Raum. Man tut es ja so... Ach, warte mal, das ist ja der Raum. Genau, dann wollen wir mal gucken gehen. Man tut es ja so schnell ab, dass es halt irgendwelche Scare-Geräusche sind, so, aber ich hatte es ja wirklich eine Bewandtnis. Okay, warte mal. Da ist das Zimmi. Dann ist das Jagdzimmer ja hier irgendwo sein, vielleicht da. Wo die Geräusche herauskommen, ne?
Da sehe ich jetzt nichts. Das ist ganz, ganz lustig, wie hier von außen reinplatzt. Das ist ja auch viel größer als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Das muss ja noch irgendwo mächtig weitergehen. So, jetzt haben wir neue Batterien übrigens. Ah, okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Na, nochmal reingehen. Nochmal durch alle Zimmer wursteln. Aber Jagdzimmer, das ist ja wohl den Hinweis, den müssen wir ja irgendwie nachgehen. Es sagt das Spiel jetzt nicht umsonst, oder doch? Ja, aber deswegen würde ich einfach, nochmal durch alle Zimmer durchwursteln. Nochmal? Ja, immer wieder. Ich glaube, es ist, das ist das. Aber was ist denn das für ein, das wäre ja ein super gemeines Spiel, wenn das Spiel erwartet, dass du, wenn du alle Zimmer durchsuchst hast, nochmal alle Zimmer durchsuchst und nochmal in deine Zimmer durchsuchst und irgendwann ändert es was. Also wir hatten ja vorhin, hatten wir irgendwas getan und dann war plötzlich in dem einen Zimmer was anders. Weißt du noch, was wir getan hatten? Ja, wir haben irgendwas eingesammelt oder irgendwas. Also sowas kann ich mir mal vorstellen, aber dass es jetzt einfach nur so irgendwann zufällig irgendwas ändert. Also meinetwegen, aber... Naja, wenn wir nicht wissen, was wir tun, was irgendwas verändert, dann verändert es scheinbar einfach sowas, aber eigentlich aufgrund eines Weges, den wir genommen haben. Also. Ich bin der Meinung, es war ganz klar, aber ich weiß nicht mehr was, ich habe es nicht gemerkt. Ach so, okay. Also nicht so, dass es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang hat, aber innerhalb so der Spielmechanik halt. Mal, ist hier eigentlich noch was? Nee. Also hier oben ist mega langweilig, ne? Hier sind eigentlich nur das Schlafzimmer und diese komische Minikammer. Mhm. Dass man das Licht so scheinbar aus ist, ne? Mhm. Aber ich glaube, das liegt an der Grafik-Engine. Also, Ich glaube, wir haben uns eingebildet, ne, dass die Augen sich bewegt haben. Vielleicht. Vielleicht. Was ist das, Jagdzimmer? Ja, oder vielleicht. Oder. Tada, das ist immer schön. Diese Leuchte angeht, ist immer schön. Ist nichts. Oh, ich wünschte, ich würde das Monster. Es ist immer so, es ist immer das Gleiche. Also, bevor ich nicht weiß, was die Gefahr ist, ist es alles noch 10.000 Mal schlimmer. Wenn nicht sogar 10.000 und einmal. Okay. Oh, gleich wüte ich hier los, ey. Ist mir alles egal. Hier waren wir auch schon wieder. Gleich rennst du rum. So, ne? Bist du der Meinung, dass das Jagdzimmer ist? Nein, es ist das Musikzimmer. Was anderes kann man nicht Jagdzimmer nennen, tut mir du leid. Du hast vollkommen recht. Und die hintere Tür nochmal da rumrütteln, von dem Jagdzimmer? Nein. Na, haben wir schon gemacht. Das eine oder andere Mal haben wir das schon getan. Ich glaube, dass die Lösung entweder draußen liegt oder im Jagdzimmer. Jetzt, ich denke ich eher. Jetzt habe ich so ein Cluedo-Gefühl. Ja, stimmt. Mit der Rohrzange im Jagdzimmer. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, aber ich meine, die Schatulle auf dem Schrank war gestern noch nicht offen. Ach, jetzt hat er endlich erzählt, was Phase ist. Ja, weil wir nicht. Jetzt können wir wieder alles durchgehen. Glaubst du, der macht das, wenn man so und so oft reingeht und einfach nicht drauf kommt und es einfach nicht hinkriegt, dass er dann so einen Tipp gibt? So? Ja, klar. Wahrscheinlich. Jetzt fühle ich mich ein bisschen behämmert. Okay, das ist leider nicht dafür. So dreimal reingegangen, oh Gott, wieder diese Idioten. Ich sag mal was. Ich gebe mal einen Tipp. Haben wir ja schon, ja klar. Achso, das ist das. Also, es ist das Haus der Schlüssel, ne? Ja. Ich glaube, ich habe dieses Ding auch, dass man immer wieder in dieselben Räume geht, so ein bisschen vielleicht von diesem Silent Hill PT, wo man immer wieder dieselben Räume anglotzt und sich immer wieder was verändert. War das erschrocken? Ja, irgendwas war, wo ich mich hätte erschrecken müssen, aber ich habe mich leider wieder mal nicht erschrocken. Sorry, Spiel. Ich habe zwar Herzklopfen und keinen Bock mehr auf diesen ganzen Quatsch hier und ich installiere es auch gleich, aber ich werde mich nicht erschrecken. Außer von dieser einen Tür vorhin, als ich sie geöffnet habe. Sind ja auch gerade ganz viele Sounds gewesen, ne?
die dich hätten erschrecken sollen, aber du hast so ganz lässig drüber geredet. Nur wir haben einfach weitergelabert, ne? Was haben wir jetzt hier? So, hier waren eigentlich nur zwei Türen. Hier nicht. Das. Türen sind ja auch so eine Sache für sich. So, hallo! Ist da was an dem Schreibtisch, auf dem Schreibtisch? Oh Gott, das hat mich hier fertig gemacht, dieser Spiegel, ne? Ja. Ein weiterer Schlüssel. Schlüssel. Ach Gott, ey. Das ist das Haus der Schlüssel. Das Haus der 100 Schlüssel. Das spare ich mir jetzt mal, weil mir tut gerade der Kopf. Oh. Etwas wie so. Ja, keine Ahnung, weiter geht's, ne? Weiter geht's. Jetzt nochmal die rechte Tür. Ach Gott, jetzt hat er gerumpelt? Hier. Ja, hier in dem rechten Zimmer hat er mal wieder. Oh, so, tut mir leid. Bescheid. Ich habe vielleicht gerade etwas gerülpst. So gerumpelt, um Bescheid zu geben, hier ist er. Naja, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob man dem wirklich was drauf geben kann. So, die beiden Türen sind sowieso offen. Ja. Das knowen wir schon. Jetzt ist übrigens wieder was passiert, ne? Wir haben jetzt die Tür aufgemacht und einen Schlüssel gefunden. Das heißt, überall könnte jetzt was anders sein. Außer da. Dass er da auch schlafen muss unbedingt, ne? Ja. Alles cool. Ach, dann geht es mal wieder runter, ne? Ja. Vielleicht sollte ich die Maus loslassen, während ich so laufe. Dann kann ich mich erschrecken, wie ich möchte. Das ist wahr. Aber trotzdem, also gerade so in den... Hier, offensichtlich liegen manchmal neue Sachen auf den Teilen drauf. Ja, genau. Es könnte irgendwas verändert sein, ne? Ja. Darauf muss man also achten. Also da muss man immer glotzen. Würde ich behaupten. Das ist wieder die Jagdzimmer. Das ist das Jagdzimmer? Ja, aber das, vielleicht haben wir jetzt den Schuss fürs hintere Zimmer. Oh ja, okay. Das interessiert mich auch sehr, ne? Das Jagdzimmer? Oder in dieses hintere Zimmer? Ja. Ach. Das heben sie sich auf. Da haben wir eklige Geräusche in the background. Das kennen wir ja schon. Schiel. Das mal so ein bisschen reingeschiel. Oh. Nein, dann rumpelt schon wieder einer rum, ne? Ja, irgendwer muss hier ständig rumpeln. Umräumen. Hatten wir schon. Aber es kann was verändern. Das. Oh, das ist ja auch gemein, ne? Ja, ab und zu so ein bisschen Schauer über dem Rücken hier. Da liegt was, da liegt ein Streichholz. Da willst du nicht nehmen. Nee, will ich wirklich nicht nehmen. Da habe ich auch wieder so ein... Oh. Mhm. Da habe ich jetzt auch wieder so diese Idee... Oh, Taschenlampe ist natürlich jetzt völlig unnötig verbraucht. Da habe ich jetzt gerade wieder diese Idee von den Leuten, was manche in Let's Plays machen und die Pulsfrequenz mitzählen. Ne? Ah ja, okay. Das finde ich auch interessant. Da habe ich ein Let's Play gesehen, wo einer Monstrum gespielt hat mit so lockeren 50 Puls. Einfach so auch mit Monstrum und allem. Ja, der hat ja auch mit dem gespielt. Wenn er nicht gescheatet hat. Oh, da ist eine Nachricht. Ja. Oh, was ist das? Batteries. So. Batterien sind sehr gut. Ja, den lesen wir mal, ne? Mhm. Oh, was ist das? Achso, eine Kerze. Kerzi. Lass mich liegen. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Ach, wir waren am Meer? Ach, immer wenn man das findet, dann ist nächster Tag. Ja, also Gott sei Dank hat das Spiel uns gnädigerweise irgendwann den Tipp gegeben, dass wir doch einfach mal in diese Kiste schauen sollen. Ja, die Kiste war aber auch sehr, sehr versteckt und ich weiß auch gar nicht, wie man ihn ohne diesen Hinweis gefunden hätte können, weil dass eine Kiste offen ist. Also wir haben jetzt zweimal hingeguckt vorher. Ja, da muss man schon genial sein. Ja. Und wie genial wir in Zukunft sein werden, das seht ihr in der nächsten Folge. Auf jeden Fall.